Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch. Schon wieder auf das 2. Oh, wie hat er gerade rumgewackelt? Der Bock. Ist er da etwa etwas am draufhasseln? Naja, Leute. Der andere auch. Cheater gegen Cheater. Ihr wisst ja, jetzt ist gerade Livestream oder gleich ist Livestream gleich. Und zwar ab 22 Uhr. Ich schaue, dass ich das hier um 21 Uhr 45 hochlade oder vielleicht sogar schon um 20 Uhr, je nachdem, wie ich rumkomme. Ja, gestern war es sehr schön. Oh! Alter, wie er zappelt. Guckt euch das an. Na cool, das macht er mit der Hand, ne? Weil er ein Vogel ist. Gestern war es richtig geil. Ich hoffe, dass es heute auch wieder so schick edel wird. Ja, es gibt wie immer Skins zu gewinnen. Es gibt wie immer, also für alle übrigens, man muss nicht Abonnent sein bei Twitch. Man kann einfach da sein und mitmachen. Wir spielen zusammen. Counter-Strike wird es geben. Es wird TTT geben. Und es wird auch ja, Scum wahrscheinlich geben. Guck mal, sehr wahrscheinlich. Also es wird auch Scum geben. So fester ausgesprochen. Schaut mal auf seine Hops. Bunny Hop, oder hat er eben gebunny hoppt? Stellt er gerade seinen Cheaterino ein? Ich weiß es nicht. Naja, wie gesagt, 22 Uhr Livestream heute am Freitag. Die anderen Streamzeiten kennt ihr ja, wenn nicht, die stehen in der Videobeschreibung. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, die stehen ziemlich weit oben. Ich glaube, ihr müsst trotzdem aufklappen, also auf mehr Anzeigen klicken, aber dann kommen sie schon. Mit Link sogar. Ich mache euch den Link auch noch rein. Ich denke immer, er macht Kills, wenn dieser Airbus Fast Down Kills macht. Ich weiß auch nicht. Naja, es ist noch im Warm-Up hier. Halt, ich wollte irgendwas gucken. Warum habe ich denn das zugemacht? Ah ja, ich wollte schauen, wie es so aussieht bei ihm jetzt schon im Warm-Up. Ich meine, ist ja schon mal unnormal, wenn jemand im Warm-Up so reinwurschtelt. Ja? Die meisten pimmeln da so ein bisschen rum, massieren sich oder sowas und fangen dann langsam an. Aber er springt gegen die Tür. Achtung, oh nein, Mysterio, hast du nicht deinen Warlock aktiviert? Ganz frei von Wert gesagt. Ja? Übrigens, im letzten Fall habe ich nichts gedrückt. Der letzte schien extrem legit zu sein. Ich glaube, er war auch legit, da war nichts im Busch. Möglicherweise hat derjenige halt irgendwie im Chat was gesagt, den Chat abused, beziehungsweise also Textchat oder Sprachchat irgendwie abused. Oder wegen was anderes gemacht. Was kann man denn noch machen? Nicht droppen. Ist eine Waffe nicht zu droppen. Mehrmals ist es irgendwann Grief. Ich würde schon sagen, der Tatbestand des Griefs heißt ja, dass man anti-competitive ist und oder anti-social. Und oder antisocial, und es ist eben nicht kompetitiv, wenn du wenn du derjenige bist, der die ganze Zeit 16k hat und deinem Kollegen nichts droppst. Ja. Ich meine, einmal, wenn man es vergisst, okay, wenn man es überhört, wie auch immer, aber beim zweiten Mal ist es komisch, beim dritten Mal ist es real, würde ich sagen. Wenn man in der Lage ist, das zu machen, es ist ein Teamspiel, ja? Das wissen wir alle, gerade der Competitive Mode ist ein Teamspiel. Ich kann es verstehen, wenn man halt in einem Casual vor sich rumdödelt, ich glaube, da reportet auch keiner deswegen. Die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was Grief ist. Also, only Casual-Spieler werden sich da nicht auskennen. Aber ja, der Rest ist schon angepisst, wenn man da rumkackt. Vielleicht hat er das gemacht, das war aber nicht in der letzten Demo mit dabei, also im Overwatch. Der war clean. Also wir gehen davon aus, dass er clean war. Jetzt haben wir diesen, ist es ein Herr oder eine Frau? Es sieht für mich, ja, da hat man es eben gesehen, es ist eine Frau. Sogar schon so mittelalt, sag ich mal, ja. Ich würde sagen, in meinem Alter, also schnuckelige 15, ne, so 20, 30, für 45 vielleicht. Doch, ja, ich würde sagen, sie ist 23 Jahre alt. Hockt in so einer Minecraft, Minecraft-Klamotte oberhalb, unterhalb Fortnite, so eine Hose. Und sie hat so Öhrchen, Kopfhörer. Ich glaube, sie sieht nicht allzu gut aus. Das muss ich aber noch ganz kurz ein bisschen erschauen, wie gut sie aussieht. Das kann ich auch im Spielstil erkennen. Beruflich würde ich sagen, macht sie auf jeden Fall viel mit Hüpfen. Vielleicht ist sie so ja, Sportlerin, Sportlehrerin, Kindersportlehrerin. Vielleicht. Scheiße. Was ist da wohl im Busch? Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich clean. Bin gespannt, was ihr hier wieder schreibt. Also Tatbestände können sein Vision Assist, Aim Assist, Other External Assistance, also wie Bunny Hop und Co. Anti-Aim sind auch in Richtung Other rein, ne? Also wenn man keine Steps macht, weil sich visuell für die anderen dein Model andauernd verschiebt, dass du nicht treffen kannst. Es ist, glaube ich, eher Other. Ja, ich bin das ist eher Other External Assistant. Ja, und so weiter, dann gibt's noch Grief. Aber ich glaube, mit Teamkills und sowas habe ich jetzt bei dieser sportlichen 23. Was? Komm schon. Du erzählst mir noch gerade irgendwelche Märchen. Warum bist du denn jetzt schon vorbei, verdammte Scheiße? Ich meine natürlich. What the freak? Naja,
Immerhin haben wir 5 Minuten. Jetzt ist da wie gesagt gleich Livestream. Morgen kommt ein richtig dickes Video, ein dritter Teil von einer Sache, die ich glaube, alle 2 Jahre kommt da mal ein neuer Teil. Das werde ich dann rauspressen, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Willkommen auch hier wieder an alle neuen Zuschauer, willkommen an alle neuen Leute, die über das Giveaway im Speziellen gekommen sind, aber eben natürlich auch an alle anderen. Hasselt rein, ich freue mich, wenn ihr in den Stream kommt. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr halt einfach auf YouTube unterwegs seid. Ich weiß, dass es schwierig sein kann mit den Streams, weil man muss halt da sein. Also der Stream ist dann, wenn er ist. Und wenn man da keine Zeit hat, sondern erst eine Stunde später, ist der Stream halt dann auch irgendwann wieder vorbei. Wobei der heutige bestimmt bis um 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Uhr geht. Das heißt, ihr habt auch einiges an Zeit, an einem Zeitfenster, in dem man halt vorbeischauen kann. Ja. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank auch für eure ganzen Kommentare. Ich komme nur langsam hinterher, aber das freut mich auch. Ich freue mich immer, wenn ich die Kommentare aufmache und halt einfach sehe, dass so viele Kommentare da sind, die ich noch beantworten darf. Die Interaktion ist mir, ich denke, das merkt man, wenn man so ein paar Tage hier am Start ist, ist mir wirklich sehr wichtig. Und natürlich auch vielen Dank für die Daumen. Ja, egal ob hoch oder runter, ich erfahre dadurch einfach immer wieder, wie die Stimmung so ist bei euch, ne? Gefällt es euch jetzt, was gerade passiert? Wird euch irgendwas langsam zu viel? Oder habt ihr Angst vor mir? Macht euch der Bart vielleicht Angst? Das kann alles sein. Ne? Wie ihr mit seinem Messer spielt, der Vogel. Ja, also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde euch jetzt gerne noch die Skins zeigen, die es jetzt gleich im Stream gibt. Aber ich würde das ja gerne noch drücken. Ich will mir das nicht nochmal anschauen müssen. Ja, es gibt halt wie immer schicke Sachen. Gestern gab es eine M4-1 S Nightmare. Ja, haut ordentlich rein. Macht's gut. Bis jetzt gleich im Stream. Ich habe gerade ein bisschen gespuckt. Macht nichts. Ciao, ciao. Ah.